Hallo zusammen, seid herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, wo wir mal wieder einen Proteinriegel haben, und zwar den von Aldi, den Vitalis Proteinriegel Power Eiweißriegel mit Vitaminen im Typ Schokoladencrunch. Hat mir neulich mal einer von euch empfohlen. Ich schaue ihn mir an und wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, da ist das gute Stück, der Power Eiweißriegel von Aldi Nord, 45 Gramm, ich glaube es waren 79 oder 89 Cent, die ich bezahlt habe, also sogar noch ein Ticken günstiger als die DM oder Rossmann Riegel, die ungefähr gleich viel wiegen. 50 Gramm bringen die Rossmann, glaube ich, die von DM 45, 1 Euro kostet, also noch ein Ticken günstiger. Die von Lidl hatte ich ja auch getestet, die waren ja auch 45 oder 50 Gramm und auch irgendwie so 80 und 90 Cent. Schaut in die Playlist, ich verlinke sie euch, sie kommt auch am Ende in der Endcard, da könnt ihr euch die ganzen Riegel mal anschauen, die ich schon probiert habe. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, der von Aldi Nord. Vielleicht gibt es diese Marke auch bei Süd, ich weiß es nicht, ich habe kein Süd, wer es weiß, der schreibt es bitte in die Kommentare. Also die Sorte Schokolade Crunch, die gibt es auch manchmal so im Multipack zu kaufen, ich habe den jetzt aber hier halt einzeln da. Wir haben einen Riegel, Eiweißriegel mit Schoko-Geschmack und Sojaprotein-Crispies, angereichert mit Vitaminen, und das hat man bei vielen Riegeln, Proteinriegeln nicht. Überzogen mit Vollmilchschokolade, glutenfrei. Daran kann man jetzt schon erkennen, dass hier nichts von Süßungsmitteln steht, dass hier wahrscheinlich Zucker drin sein wird. Das wird also ein Energy-Vitamin-Proteinriegel sein. Proteine tragen zur Zunahme der Muskelmasse sowie zur Erhaltung der Muskelmasse bei bla 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 bla. Zutaten: Milcheiweiß, Polydextrose, Sirup, Füllstoff, Polydextrose, Wasser, hier haben wir Invertzuckersirup. Das hier, das Ding hier ist halt auch ja so ein Füllstoff, Ballaststoff, ist aber auch so eine Art Zucker, sage ich jetzt mal, süß, soweit ich weiß auch. Milcheiweiß ist drin, wir haben Feuchthaltemittel, Glycerin, ja, das ist halt eben, ja, zum Feuchthalten, Glukosesirup, Zucker, kakaohaltige Sojaprotein-Crispies, Sojaprotein-Isolat, Speisegelatine, und das ist nichts anderes als Kollagenhydrolysat, aber eher wenig. Wir haben nämlich hier diese ganzen Zutaten noch, Glukosesirup, Zucker und, kakaohaltige Sojaprotein-Crispies. Und dann kommt hier irgendwann erst die Speisegelatine, nachdem 6,3% diese Crispies drin waren. Das heißt, weniger als 6,3% sind Kollagenhydrolysat und damit doch ein eher geringerer Anteil im Vergleich zu vielen anderen. Wir haben Vollmilchpulver drin, Palmöl, Kakaobutter, Milchzucker, Aromen und so weiter und so weiter. Ja, hier sind das sind Vitamine, das sind die Fachbezeichnungen für die Vitamine. Pyridoxin, Hydrochlorid, Riboflavin, Thiaminitrat, Cyanocobalamin oder auch Nikotinsäure mit Speiser, das ist Vitamin B12, ne? Ich sage es immer wieder, mein Lieblingsmolekül. Und wir haben folgende Nährwerte: 11 Gramm Fett, 6,3 Gramm gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate 34, davon haben wir auch 20 Gramm Zucker, Ballaststoffe haben wir ein paar drin und Eiweiß 32 Gramm, durchschnittlich viel, und die Vitamine eines Riegels decken tatsächlich knapp 50% des Vitaminbedarfs. Ja, dann ist das Ding hier eine richtige Powerbombe, gucken wir sie uns mal an. Also, Nährwerte, Zutaten, durchschnittlich. Positiv, es sind Vitamine drin. Und das muss man doch durchaus positiv hervorheben. Und auch der Preis, der ist wirklich durchaus akzeptabel. Schaut auch gerne in die Beschreibung von diesem Video. Ich verlinke euch meinen Amazon-Shop. Da gibt es ein paar Proteinriegel-Empfehlungen. Da könnt ihr gerne mal sehen, was ich zum Beispiel so gerne von Amazon kaufe oder was ich euch empfehlen würde. Power-Eiweißriegel, so sieht es aus. Recht, ich sage jetzt mal, standardmäßig. Müssen wir eben hier mal ein Brettchen holen. Wir wollen ja auch sehen, wie er von innen aussieht. Die inneren Werte sind ja wichtig, das wisst ihr, ne? Das Äußere ist es nicht, sondern das Innere. Und das Innere sieht durchschnittlich aus. Hauptsache so, ja, so eine Masse. Hier haben wir die Sojaprotein-Crispies und außen das Schoko-Coating. Das kennt man so, sehen die Rossmann-Riegel auch aus. Und nichts Besonderes. Eher weich. Mhm. Gut schokoladig, man schmeckt, dass Zucker drin ist und nicht Süßstoff. Das ist positiv, das ist angenehm, man hat nicht oft dieses Brennen wie bei manchen Süßstoffen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Schmeckt gut nach Kakao, geht eher Richtung Vollmilch, eher mild. Das Coating außen, das ist recht gut schmelzig, das erinnert so vom Gefühl so ein bisschen an Milka-Schokolade. Kann man noch mal sehen, das ist so ein bisschen, ja, mürb, aber der ist jetzt nicht sandig oder so.
falsche Wort, aber das kann man machen. Das Ding ist in Ordnung. Es schmeckt nicht so lecker wie das Schokoding von Lidl. Das ist einer der besten Schokoriegel überhaupt. Ich finde auch viele anderen Drogeriemarktriegel besser als den. Er ist ein bisschen günstiger, er ist dafür aber auch mit Zucker. Das kann man jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen. Das ist Ansichtssache. Vielleicht habt ihr ihn schon mal probiert, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber so prinzipiell ist das Ding hier einfach Standard. Wenn man mal an der Kasse ist und sich einen Riegel kaufen will, das ist so die erste Generation Proteinriegel, noch mit Zucker. Ne? Sowas wie mit Zuckeraustauschstoffen, das gibt es noch gar nicht so lange. Es gibt natürlich schon einige Jahre, aber nicht irgendwie schon seit 20 Jahren. Sowas gibt es hingegen schon länger. Und wie gesagt, völlig in Ordnung für mich, aber absolut nichts Besonderes. Als kleiner Snack zwischendurch, eine bessere Süßigkeit, da geht's durch, dafür geht's durch. Nee, wie sagt man das jetzt? Als das kann man es durchgehen lassen. Und aber ansonsten, ich würde weiter lieber zum Drogeriemarkt gehen oder mir die von Lidl holen. Gerne eure Meinung zu diesem Riegel in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Und ansonsten war es das schon wieder. Macht's gut und ciao.